TV Straßensound. Und dann hat mir gesagt, Tupac ist tot. Ich wusste nicht, wer Tupac ist, so, weißt du? Ich so, wer ist Tupac? Und so, wie, du kennst Tupac nicht und so, weißt du? Hat er mir damals ein Album von Tupac gegeben. Yeah. Und so, und das war so der Beginn, so, wo ich so mit Hip-Hop so konfrontiert wurde. Dann will ich wirklich, dass das so eine rote Linie wird, dass wenn man das Album anmacht, von Anfang bis Ende, dass es wie eine Story ist, das weißt du? Von Song zu Song, weißt du? Dass man sich das wirklich wie so ein Hörbuch reinziehen kann. Yeah. Wenn du Fitnessstudio gehst oder zum Kampfsport gehst, du powerst dich aus, du gehst raus, so, du bist gelassen, so, weißt du? Yeah. Und das ist auch Musik für mich. Ich finde auch der Titel so, Gefahr für die Gesellschaft, kommt schon geil. Bei uns, Bruder, wir haben 8 Jahre im Asylheim gelebt, so, weißt du? Wir haben 8 Jahre lang keine Pässe gehabt, keine Arbeitserlaubnis und wir waren auf uns allein gestellt, so, weißt du? 8 Jahre lang. 8 Jahre lang haben wir jeden Tag gedacht, so, vielleicht werden wir gleich abgeschoben, um mir das Tätowieren beizubringen. Okay. Weißt du? Ich zeichne ja auch schon sehr, sehr lange. Ich habe auch so eine Begabung fürs Zeichnen und ich wollte schon immer tätowieren. Freunde, stopp! Bevor wir mit dem Interview anfangen, wir haben einen neuen Sponsor am Start. Ihr kennt ihn sicherlich schon, nur habt ihr euch die App noch nicht runtergeladen. Solltet ihr jetzt machen, wenn ihr viel, viel Geld sparen wollt. Ich erkläre euch kurz, was das für eine App ist. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager. Das heißt, du hast alles auf einen Blick und die ganzen verstaubten Ordner hier im Hintergrund könnt ihr einmal in die Tonne schmeißen, denn ab heute hast du alle Versicherungen in einer App drin. Bei den ganzen Versicherungen verliert man sehr, sehr schnell den Überblick, denn hast du noch deine ganze Versicherung im Kopf? Die meisten Leute checken immer nur zum Anfang des Monats da eine Abbuchung und dann da mal vierteljährlich etc. Ihr kennt das selber, meine lieben Freunde. Deswegen solltet ihr die ganzen Dinger in einer App auf einen Blick haben. Was für Versicherungen habt ihr eigentlich alles? Ich trage euch mal ein paar vor. Die Hausratsversicherung, private Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Kfz-Versicherung, Mitgliedschaften bei Automobilclubs und was hier auch noch sehr, sehr interessant war, war die Musikinstrumentenversicherung. Also wenn ihr nächstes Mal euer Klavier oder eure Gitarre zerschlagt, dann solltet ihr euch definitiv die Clark-App runterladen. Und die Frage stellt sich wirklich bei all den Versicherungen, welche brauche ich eigentlich und welche zockt mich vielleicht einfach nur ab, weil ich diese einfach nicht benötige. Und genau da kommt Clark ins Spiel. Du kannst bei Clark deine bestehende Versicherung kostenlos hochladen und diese checken ab, ob es vielleicht einen besseren Tarif gibt, beziehungsweise du diese vielleicht gar nicht benötigst. Wenn du das gemacht hast, stellt Clark dir noch einige Fragen, der sogenannte Bedarfscheck. Da schaut Clark ganz genau, welche Versicherung du benötigst. Viele Leute sind beispielsweise über eine Kfz-Versicherung mit einer Pannenhilfe abgedeckt und brauchen dann keinen weiteren Automobilclub. Außerdem hat Clark noch einen 24/7 Kundenservice über die App, mit dem kannst du chatten, schreiben und natürlich auch anrufen, falls du Fragen hast. Das heißt, klick doch gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung und lade jetzt die Clark-App runter. Und wenn du den Code Straßensound eingibst, dann gibt es pro eingepflegter Versicherung einen 15-Euro-Gutschein, maximal 45 Euro. Also an eure Freunde weiterschicken, Straßensound und bei Amazon auch noch mit absahnen. Und von der Kohle könnt ihr euch direkt von euren Lieblingsrappern die CDs bestellen bei Amazon. Also macht das, meine lieben Freunde. Clark ist ein digitaler Versicherungsmakler. Solltest du schon einen anderen Makler beauftragt haben, wird das Mandat an Clark übertragen, wenn du eine Versicherung in die App hochlädst. Wenn du also mit deinem bisherigen Makler zufrieden bist, lade diese Versicherung nicht hoch, sondern pflege nur deine anderen bzw. neuen Versicherungen ein. Danke. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound, heute aus Dortmund in den Supremo Studios mit Hamada. So sieht's aus. Was geht ab, Bruder? Alles klar? Bestens, Bruder. Alhamdulillah, danke schön. Wie geht's dir, Bruder? Danke, Bruder. Alhamdulillah, alles bestens. Super. Ich habe schon gehört, ihr wart gestern Abend unterwegs, habt ein Musikvideo gedreht, genau, mit einem Special Guest bis 4-5 Uhr morgens. Bruder, ich war 5 Uhr morgens zu Hause, ich war richtig kaputt, lief aber alles sehr gut. Wir haben das Video zu Ende gedreht, das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Ist auch ein richtig geiler Song und kommt jetzt demnächst. Mit was für einer Motivation geht man heutzutage an Musikvideos dran, wenn man wirklich bis 5 Uhr morgens drehen muss? Bruder, ich sag mal so, ne, wenn man so einen Song macht und man weiß, das wird eine Single, dann hat man die ganze Zeit Bock drauf, man macht sich die ganze Zeit Gedanken, man hört sich die ganze Zeit den Song an, wie stellt man sich das Video vor, da hat man so gewisse Vorstellungen und und wenn es dann soweit ist, ist man auf jeden Fall sehr motiviert und geht dann mit 100% dann an die Sache ran. Yeah. Wie beginnst du einen Songtext zu schreiben? Denkst du dann auch schon an das Musikvideo? Weil viele Rapper sagen mir zum Beispiel, ey, wenn ich die Hook schreibe, so überlege ich auch schon, ey, wie werde ich das auf der Bühne performen können? Ja, ist auch so bei mir, Bruder. Aber erst muss der Beat stimmen, weißt du? Mhm. Der Beat gibt die Melodie und wenn ich spüre, so der Beat ist geil, so ich fühle den Beat, dann kriege ich auch schon direkt schon so eine Idee, weißt du, und dann fängt man an und während man schreibt und während man den Song macht, da hat man schon so gewisse Vorstellungen, so, weißt du, da entsteht so ein gewisser Vibe und ja, dann stellt man sich schon so ungefähr ein Musikvideo vor, wenn es denn am Ende eine Single wird, weißt du. Yeah. Ja. Wie pickst du dir die Beats? Produzierst du zusammen mit dem Producer mit im Studio? Genau. White ist noch am Start, ne? Ja, ich erinnere mich, wir haben vor 2 Jahren das Interview gemacht bei euch
in dem alten Studio. Genau. Da war, glaube ich, White ja auch mit am Start. Ja, genau. Jetzt seid ihr hier in die größeren Räume gezogen. Genau. So, wie macht ihr das? Bruder, wir sitzen hier zusammen, weißt du, wir gehen ein paar Samples durch. Mhm. Ab und zu macht White ja auch sein eigenes Ding, also, weißt du. Und ja, so entsteht dann immer so, weißt du, ich meine, so Baustein für Baustein. Am Ende steht dann ein Beat. Yeah. Ja. Ja, Mann. Wir treffen uns hier aufgrund deines Albums Menace to Society. Dies erscheint Anfang April. Warum dieser Titel? Bedrohung der Gesellschaft. Normal, jeder kennt den Film. Gefahr für die Gesellschaft. Ja, Bruder, ich sag mal so, jeder kennt den Film. Yeah. Weißt du? Oder sollte ihn kennen. Sollte den kennen. Wer den nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Genau. Dann jetzt hier Interview kurz stopp. Bitte einmal Netflix rüber. Menace to Society. Jedenfalls, ich weiß ja, das hat einfach gepasst, Bruder. Gefahr für die Gesellschaft. Ich feiere den Film, ne? Und auch die ganzen Songs sind wieder so Straße angelehnt. Sind zwar auch deep Songs bei, ist auch ein Liebessong bei, aber ist dennoch alles auf Straße gehalten. Und ja, ich finde, der Titel passte. Gefahr für die Gesellschaft. Ich hatte zwar auch noch andere Titel, wie ich das Mixtape nenne. Es ist ein Mixtape, ist kein Album. Aber am Ende habe ich mich für Menace to Society entschieden. Okay. Was für eine Bedeutung hat der Titel für dich? Und sorry nochmal für meinen Fehler, ist ein Mixtape natürlich. Genau. Was für Bedeutung hat der Film für dich oder der Titel für dich? War das so ein Film aus deiner Jugend? Ja, ich sag mal so, in der Jugend, man hat sich ja viele so Gangsterfilme reingezogen, Straßenfilme, ne? Es gibt ja so viele. So diese alten Filme sind ja sowieso die besten. Und es ist auf jeden Fall einer der Filme, den ich sehr gemocht habe. Weißt du? Und ja. Ich finde auch der Titel so, Gefahr für die Gesellschaft, kommt schon geil. Ja. Weißt du, passt. Hat gepasst. Was denkst du, bist du eine Gefahr für die Gesellschaft oder hat man das jetzt alles so ein bisschen überspitzt? Normal, Straßenrap. Ich sag mal so, jetzt mittlerweile, man wird auch irgendwo älter, ne? Man wird auch ein bisschen ruhiger, aber hier und da ist man auf jeden Fall noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Und ja. Wenn man provoziert wird, sagen wir es mal so. Wenn man provoziert wird, ne? Ja. Wie würdest du sagen, hat sich deine Musik verändert in den letzten Jahren? So, wenn du jetzt so auf den Hamada, du bist immer noch jung, aber wenn du jetzt auf den so jugendlichen Hamada blickst, wo du 17 warst, du weißt, in dem Alter ist man noch ein bisschen anders im Kopf. Ja. Was hat sich da geändert? Ehrlich gesagt nicht so viel. So, die Musik ist eigentlich schon immer noch dieselbe geblieben. So, ich bin mir selber treu geblieben und bin immer noch auf dieser gleichen Schiene. Klar will man natürlich auch hier und da mal ein bisschen was anderes ausprobieren, ne? Aber bis jetzt ist alles gleich geblieben. Immer noch auf Straße gehalten. Immer noch in die Fresse Sound. Ja. Was sind so deine Lieblingsfilme gewesen aus deiner Jugend? Welche Filme kannst du den Leuten mitgeben, also, die sie reinziehen sollten? Menace to Society, klar. Scarface, auch klar. Ne? La Haine, fand ich auch richtig geil. Ja. Habe ich mir letztens noch reingezogen, richtig geiler Film. Was gab's noch? Was gibt's so viele, Bruder? Teile von Der Pate, auch geil. Casino, auch geil. Total. Das sind so diese alten das Filme, Klassiker, weißt du, diese Klassiker, ne? Ja. Das sind die geilsten Filme, Bruder. Was sind so deine musikalischen Klassiker? Welche Songs hast du in der Kindheit, in der Jugend gehört? Und ich sag mal so, wo ich jung war, habe ich ehrlich gesagt nicht so Rap gehört, Bruder. Ich war so ein richtiger Michael Jackson-Fan. Ja, ich auch. So Michael Jackson-Fan. Und ich weiß noch, boah, wie alt war ich da? Ich glaube, boah, ich weiß nicht mehr genau, da war ich auch noch ein kleiner Junge, da habe ich noch damals im Asylheim gewohnt. Da kam so ein Mädchen heulend an, ne? Und da habe ich die gefragt, so, warum heulst du? Und an dem Tag ist Tupac erschossen worden, weißt du? Und da hat die mir gesagt, Tupac ist tot. Ich wusste nicht, wer Tupac ist, so, weißt du? Ich so, wer ist Tupac? Und so, wie, du kennst Tupac nicht und so, weißt du? Hat mir damals ein Album von Tupac gegeben. Und so, und das war so der Beginn, so, wo ich so mit Hip-Hop so konfrontiert wurde. Und ja, Bruder, so habe ich direkt die Liebe zu Hip-Hop gefunden. Hast du aufgrund von der Information, die direkt so, was Tupac angehört, so fragen, ey, wer ist der Mensch? Und warum? Ja, sie hat mir ein Album gegeben, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mal, was für ein Album das war. Aber so, da habe ich das erste Mal so dann Rap gehört, dann später Eminem und 50 Cent und ja. Du hast gerade erzählt, dass das im Asylheim war. Genau. Wo warst du im Asylheim? Und natürlich, im letzten Interview haben wir schon viel über deinen Werdegang geredet. Ja. Du bist aus Syrien, genau. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Was war das für eine Phase für dich? Im Asylheim? Genau. Oder ehrlich gesagt, diese Phase im Asylheim, also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, war schon eine geile Zeit, weißt du? Ja. War schon eine echt geile Zeit. Als Kind sieht man alles mit anderen Augen. Das ist das, weißt du? Man sieht alles mit anderen Augen, das war ja alles normal, weißt du? Wir haben da,
mit vier Personen in so einer kleinen kleinen Zimmer gelebt. Keine Wohnung, es war nur ein Zimmer. Mhm. Das war unser Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, das war alles eins, weißt du? Wir haben auf dem Boden geschlafen, wir haben auf dem Boden gegessen. Aber das ist für uns normal, Bruder, weißt du? Mhm. So, wir kannten es nicht anders. Und irgendwann, wo ich dann zu einem deutschen Kollegen nach Hause gegangen bin, und da habe ich dann halt sein Zimmer gesehen, viel größer als das Zimmer, was wir für vier Personen haben, so, weißt du? Ja. Da habe ich dann gemerkt, okay, du bist anders. Weißt du, so, dass dein Leben ist ein bisschen anders, weißt du, und dann habe ich schon gespürt, so, dass man halt anders ist, weißt du, ich meine, man wurde auch immer anders behandelt, auch von den Lehrern und so, weißt du, und ja. Wann ist dir das bewusst geworden, dass man ein Stück weit dann anders behandelt wird? Weil oft checkt man das erst rückblickend, keine Ahnung, ich war in der Schule, auf einmal hatte ich einen Sozialpädagogen plötzlich gehabt an meiner Seite und erst nach vier, fünf Jahren habe ich gecheckt, ach, deswegen war er bei mir. Ich sag mal so, wo ich in der dritten Klasse war, Bruder, sind wir damals zurück nach Syrien, weißt du? Und da waren wir auf den Kopf, für immer in Syrien zu bleiben, wir wollten nicht wiederkommen. Okay. Sind aber nach zwei Monaten wiedergekommen und weil ich dann halt in der Schule so viel verpasst habe, musste ich die dritte wiederholen, kam in eine neue Klasse und da habe ich das gespürt. Weißt du, weil die Lehrerin, so, ich weiß nicht, die hatte, glaube ich, irgendwas gegen Ausländer und da habe ich das schon gespürt, so, weißt du? Die hat immer so Anmerkungen gemacht und irgendwann wurde mir dann auch klar, okay, die hat ein Problem mit dir. Okay. Heutzutage in deiner Musik, verarbeitest du solche Themen und kommt das mit rein? Ist Musik so ein bisschen ein Ventil für einen oder ist die Mucke da, um so zu... Ehrlich gesagt habe ich so diese flexen. Themen noch nicht so angesprochen in meiner Warum Musik. Nicht? Weiß ich noch nicht, Bruder. So, bis jetzt habe ich das noch nicht angesprochen. Wollte ich. Hm. Ne? Also es ist schon, hier und da habe ich mal eine Zeile gemacht, habe ich nicht benutzt, aber... Ich denke mal, in der Zukunft wird es auf jeden Fall anders ablaufen. Ja, ich glaube auch, das würde, so das bist du und es gibt ja auch mittlerweile sehr viele syrische Menschen in Deutschland und das ist ein Schicksal, was viele Leute gerade erleben und viele können sich damit identifizieren. Ja, aber ich sag mal so, im Gegensatz zu uns damals, also die Flüchtlinge, die jetzt gekommen sind, ne, Bruder, die kommen hier hin, die kriegen direkt Pass, dies, das, weißt du, ich meine, also die können wieder ganz normal ihr Leben führen, so, weißt du, es geht schnell. Bei uns, Bruder, wir haben 8 Jahre im Asylheim gelebt, so, weißt du, wir haben 8 Jahre lang keine Pässe gehabt, keine Arbeitserlaubnis und wir waren auf uns allein gestellt, so, weißt du, 8 Jahre lang. 8 Jahre lang haben wir jeden Tag gedacht, so, vielleicht werden wir gleich abgeschoben oder morgen abgeschoben, so, weißt du. Und im Asylheim war das ja auch so, dass wirklich, ich habe wirklich sehr viele Freunde damals und auch so Familien, die wir halt kannten, morgens, um 6 Uhr, Bruder, steht auf einmal die Polizei da mit Ausländerbehörde und die werden mitgenommen und werden direkt in die Maschine gesetzt und abgeschoben, ohne Vorwarnung, weißt du? Ja. So, du stehst mittags auf, so, weißt du, zum Beispiel an einem Wochenende, du gehst raus, du willst mit deinen Freunden spielen, so, weißt du? Und die sind nicht da, weil die abgeschoben worden sind. Mhm. Und dann siehst du die nie wieder. Ja, Mann. Weißt du, und... ich erinnere mich auch noch zurück an einige Freunde, die waren plötzlich weg. Die waren einfach so weg. Nach Bosnien plötzlich abgeschoben, genau. Somalia, so, ciao. Genau. Und man selber hat da noch so Glück, so ey, warum passiert bei mir das genau. nicht? Aber es könnte jeden Moment passieren. Zum Beispiel gab es auch eine bosnische Familie, mit denen waren wir auch sehr, sehr gut. Und die wurden auch von jetzt auf gleich Nacht- und Nebelaktion wurden die abgeschoben. So. Weißt du, dann, wie lange war das her? So 7, 8 Jahre später habe ich dann eine von denen bei Facebook gefunden. Weißt du? Habe ich mit der geschrieben und alles. So, weißt du? Und dann hat die mir auch gesagt, das war richtig schlimm. Aber Alhamdulillah, denen geht es jetzt gut. Weißt du? Die leben ihr Leben und das ist das Wichtigste. Safe. Lass uns auf jeden Fall nicht zu weit in diese politischen Themen reingehen, weil wir leben hier alles gut. Und mittlerweile hast du die Gewissheit, hast du deutschen Pass bekommen oder wie läuft bei dir? Ja, ich habe deutschen Pass. Okay, ich bin deutscher Staatsbürger, Bruder. Also wir brauchen nicht mehr morgens 6 Uhr morgens auf Uhr zu gucken, so ey. Nee, wenn die morgens kommen, dann ist was anderes. Ja, glaube ich dir. Ja. Wie war die Resonanz auf deine letzte EP? Wir haben uns ja zur Knockout-EP getroffen, die kam 2020. Ist auch mittlerweile 2 Jahre her. Was also die Resonanz war sehr stark. War wirklich sehr stark, kam sehr gut an, die Songs und ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, Bruder. Ja. Ja. Was hast du aus der Zeit mitgenommen, musikalisch? So, hast du Verbesserungssachen bei dir selber gefunden? Steht das Ding für sich? Und das Ding steht für sich, Bruder. Man versucht jedes Mal von Song zu Song besser zu werden, weißt du? Man versucht sich immer weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das ist bei jedem so, weißt du, weil von Song zu Song sollte man schon irgendwo eine Entwicklung spüren, wenn nicht, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, yeah. Safe. Warum ist Menace to Society ein Mixtape und nicht dein Debütalbum? Bruder, du hast ja bis dato noch kein so Album offiziell rausgebracht. Genau. Ich sag mal so, Menace to Society, Bruder, ich war gar nicht auf diesen Kopf, irgendwie jetzt ein Mixtape oder so zu machen. Mhm. Ich wollte einfach Songs machen.
Ich hatte auch noch so 3-4 Songs, die ich damals im alten Studio aufgenommen habe, die auch sehr gut waren, aber ich nie rausgehauen habe. Yeah. Die sollten auch damals auf die Knockout-EP, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Und Bruder, wir haben die ganze Zeit hier Songs gemacht und einfach verschiedene Beats rausgepickt, Songs gemacht. Da habe ich mir gedacht, am Ende komm, ich tue die alle auf einem Tape drauf, mache ein Mixtape, hau das Ding raus. Ist am Ende des Tages wie ein Album, sind auch 14 Songs. Aber wenn ich ein Album mache, da will ich wirklich so eine rote Linie haben, so, weißt du? Deswegen nenne ich es auch kein Album, weil das ist für mich kein Album, es hat keine rote Linie. Es ist einfach ein Mixtape, es sind verschiedene Songs, es ist facettenreich. Und wenn ich irgendwann mal ein Album mache, was ich auf jeden Fall auch demnächst angehen werde, dann will ich wirklich, dass das so eine rote Linie wird, dass wenn man das Album anmacht, von Anfang bis Ende, dass es wie eine Story ist, das weißt du? Von Song zu Song, weißt du? Dass man sich das wirklich wie so ein Hörbuch reinziehen kann. Ja, man, finde ich gut, dass du auf jeden Fall so ein Stück weit Respekt vor dem Begriff Album hast und auch dein Debütalbum, das muss dann, das weil muss heutzutage klein. Rapper machen Album, Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist für mich ein Mixtape, so, weißt du? So einfach irgendwelche Songs zusammengewürfelt, hier, bitte schön, habt ihr ein Album, so, weißt du? So, aus dem die rote Linie, gerade von, wenn man jetzt diese ganz Klassiker-Alben im Hinterkopf hat, ist schon wichtig auf jeden Fall. Ja, Mann. Was bedeutet Musik für dich? Musik. Und was würde passieren, wenn man jetzt sagen würde, ey, so, du sollst keine Musik mehr machen? Bruder, dann mach ich heimlich Musik. Ja, Musik, Bruder, ist ein Ventil, Musik, weißt du, ich meine? Musik ist echt ein Ventil. Manchmal, man kommt hassgeladen hier ins Studio, dann man rappt, man lässt seinen Hass raus, man geht raus, man hat wieder gute Laune, so, weißt du, weil das ist wie wenn du Fitnessstudio gehst oder zum Kampfsport gehst, du powerst dich aus, du gehst raus, so, du bist gelassen, so, weißt du? Und das ist auch Musik für mich. Hast du mittlerweile so Musik als so deine Arbeit angenommen? Ja. Das ist schon Arbeit auf jeden Fall, weißt du? So, man hat auch seine Verpflichtungen, die man nachgehen muss, weißt du? Und das ist schon Arbeit für mich, klar. Das unterschätzen auch viele Menschen. Ja. So, wenn man da bis 5 Uhr morgens in irgendwelchen Lagerhallen chillt, weißt, Musikvideos dreht, so, das kann teilweise ein Knochenjob werden. Ja, ich sag mal so, ohne Spaß, wenn man so ein Musikvideo macht, ne, jeder, der bei einem Musikvideo mal dabei war, wirklich von Anfang bis Ende, man kommt Leben nach vorbei. Hause. Bruder, man kommt nach Hause, das fühlt sich an, als ob du 10 Stunden irgendwo in der Firma standest, weißt du, an irgendeiner Maschine und am Ackern warst, so, weißt du? Das ist so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weißt du, aber man ist fix und fertig am Ende des Tages. Ja, man ist auch so permanent so angespannt und gerade wenn man auch noch vieles mitplant, seinen eigenen Kopf hat, muss sich nicht einfach nur so reinsetzen und sagt, okay, komm, ich rap mal eine Line, verpiss mich danach wieder. Nee, geht ja nicht, weißt du? Und dann nimmst du auch noch eine Szene, nimmst du dann, keine Ahnung, 6-7 Mal auf. Von diesen 6-7 Aufnahmen wird vielleicht 4-5 Sekunden genommen. Ja. Weißt du? Und dann kann man sich mal vorstellen, wie lange dann so ein Musikvideo geht, ne? So, wenn der Song so 2-3 Minuten geht. Ja. Was bedeutet für dich Straßenrap? Das ist auch am ehesten, sag ich mal, so dein Stil. Ich würde deine Musik da rein kategorisieren. So, was bedeutet diese Art von Musik für dich? Oder diese Art von Musik mache ich, weil ich kenne nichts anderes. Also ich meine, mein Leben lang habe ich halt nur diese Schiene, bin ich gefahren, jetzt nicht nur musikalisch, ich meine jetzt so generell im echten Leben so, weißt du? Man ist immer nur diesen kriminellen Weg gegangen so und ich kann halt nur davon erzählen. Ich kann ja nicht über irgendwas jetzt rappen, wovon ich keine Ahnung habe, so, weißt du? So, und was bleibt mir da anderes übrig? Warum ist man sozusagen damals in diese Richtung Kriminalität gegangen? Hat man keine andere Chance gehabt? Du hast vorhin gesagt, dass ihr zum Beispiel Chancen hat keine Arbeitserlaubnis hattet oder sowas. Ja, aber zu der Zeit, da war ich ja noch ganz jung, da war ich ja nicht so betroffen von. Ich sag mal so, man kommt irgendwann in also auf falsche Wege. Ich sag mal so, viele sagen immer dein Umfeld. Aber das ist für mich immer so leicht gesagt so, weißt du, weil am Ende des Tages ist jeder selbst über sich, Herr über sich selbst, weißt du, ich meine, jeder kann über sich selber entscheiden, jeder kann selber entscheiden, was er tut und was er macht, ne. Ich weiß, vielleicht war das die Gier zum Geld, die Gier so schnell Geld zu verdienen und viel Geld zu verdienen, dass man halt auch Risiken eingeht und auf alle Regeln scheißt. Ja. Die Gier ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Die Gier ist das Gefährlichste, Bruder. Ja. Und oft so, man erwischt sich selber, so, du guckst an einen Spiegel und denkst dir, ey Junge, chill mal, Junge, übertreib mal nicht. Irgendeiner kommt zu dir und sagt, ey Bruder, da und da ist ein Ding zu drehen, da und da ist das und das springt raus. Und, weißt du, dann denkst du dir manchmal so, ah, ich mach nicht mehr, Und dann kommt wieder so ein guter Betrag, wo du dir dann denkst, so, wäre schon nicht schlecht jetzt, wird schmecken, weißt du? Ja, und dann lässt man sich davon wieder leiten. Yeah. Hat die Musik ein Stück weit aus dieser ganzen Sache rausgeholt? Weil mit Musik verdient man ja auch Geld. Es ist ein Job, es ist eine Arbeit.
Ja, schon. Allein schon auch aus dem Grund, weil man sich denkt, man hat irgendwo, ist man jetzt an einem bestimmten Punkt angekommen, das will man sich auch nicht kaputt machen. Yeah. Weißt du, das will man sich nicht kaputt machen. Machst du irgendein Ding, Bruder, gehst du 3, 4, 5 Jahre in den Knast, ja, dann war's vorbei. Das. Dann war's ja das. Ich meine, es gibt so viele Rapper, Alter, die, wo genau das die kaputt gemacht hat, so, ja, weißt du? Die Leute haben ja auch immer nur diese ein, zwei Storys im Kopf, von wegen hier, Aufnahmegerät, kleines Mikrofon, im Knast eingerappt, tamam, hat ein, zwei Mal geklappt. Ja. Aber bei 100, 200 anderen Leuten hat es nicht geklappt. Das ist das. Und ist vorbei. Das ist das. Auch so die Blütezeit vergeht, auch die Jugend. Und dann bist du irgendwann so alt und dann kommst du nach 4, 5 Jahren raus. Und die Zeit rennt, Bruder. Was will der alte Knacker, denkt man sich. Das ist das. Die Zeit rennt auch noch, ja, so, weißt du, ich meine. Das Leben vergeht schnell, gerade bei solchen Sachen. Man hat ja nur ein bestimmtes Zeitfenster, um auf so eine Art und Weise zu performen. Ja. Das ist wie ein Fußballer. Genau. So bis 28, 29. Ich glaube, das ist sogar noch zu spät haben bei einem Fußballer. Ja, ja. 28, 29 genau, ist sogar schon zu spät. So, ich glaube so, Bruder, die meisten Fußballer sind heutzutage 17, 18, 19, ja, so, weißt du, ich meine. Ja, ja, ja. Ich sag so, spätestens bis dann solltest du es gerissen haben, ja, weil dann ab 30 ist vorbei. Dann, Bruder, ist vorbei, dann ist komplett, ja, dann ist der Zug abgefahren. Ja, komplett. Heftig, Alter. Wer waren eigentlich deine Vorbilder in deiner Jugend? Du hast vorhin schon gesagt, Michael Jackson hast du gehört, aber dann im Rap musst du ja irgendwer so gepackt haben. Im Rap? Ja, Bruder, Eminem habe ich herbe gefeiert. Yeah. Also Eminem war wirklich für mich so das Nonplusultra. Yeah. 50 Cent habe ich auch herbe gefeiert. Yeah. The Game fand ich auch richtig nice. Ja, yeah, bei mir ähnlich. Hast du letztens diese Halftime-Show gesehen vom Super Bowl? Ja, yeah, habe ich gesehen. Richtig, ja, nice. War krass, richtig geil. Ne? Geile Show haben die da abgeliefert. Yeah. Und ja, Bruder, das waren so die Vorbilder. Yeah. So die hat jeder hat. Natürlich. Weißt du? Ja. Ey, was hörst du heutzutage? Was für eine Art von Musik? Bestimmt viel aus eurem Camp, so Playmus. Ja, klar, von unseren Jungs, yeah, auf jeden Fall. Ich höre auch viel französische Mucke, mhm, so, auch wenn ich nicht wirklich was verstehe. Mhm. Aber ich höre es mir gerne an, hört sich cool, ja, an. Was höre ich noch? Sprichst du Arabisch? Ein bisschen. Okay. Verstehe, so arabischen alles? Rap so mäßig? Gibt's arabischen da Rap, Leute? Oder? Es gibt einen Rapper, aber der rappt nicht auf Arabisch, der rappt auf Englisch. Boah, wie hieß der nochmal? Seit wie lang kommt der? Der ist aus dem Libanon. Boah, ich weiß nicht mehr, wie der, ja, heißt, Bruder. Das war irgend so ein Battle-Rapper. Okay. Ah ja, doch, ich weiß, was du meinst. Wie heißt der nochmal? Der ist heftig. Du weißt aber, wen ich meine. Yeah, ne? Das ist der, ist krass. Der ist nicht mehr normal. Aber der rappt halt. Wie heißt der? Sergei. Ich weiß nicht. Ich werde den verlinken, der ist heftig. Jedenfalls, der ist schon sehr nice, aber der rappt halt auf Englisch. Mhm. Der macht halt viel Battle-Rap. Ne? Ich, ja, weiß aber gar nicht, ob der das immer noch macht. Ich glaube schon. Der hat das auf jeden Fall eine Zeit lang gemacht. Ja. Und sonst im arabischsprachigen Raum. Bruder, die singen mir alle über Liebe, so, weißt du? Ja, normal. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendeinen heftigen Typen, den ich nicht kenne. So. Also ich kenne keinen. Weißt, ja. Vielleicht gibt es einen, den ich nicht kenne, aber, mhm, wie gesagt, ich kenne keinen. Ja, Mann. Ja, mittlerweile, die sprechen ja alle die Sprachen in den Ländern, wo die dann halt hier irgendwo, genau, gelandet sind. Ja, die sind alle auf ihren Liebesfilm, Bruder. Die sind immer auf dieser Linie treu geblieben, so. Ich schwör's dir. Wie sah bei dir die Produktionsphase zu dem Mixtape aus? Du hast vorhin schon gesagt, dass du verschiedene Songs dir gepickt hast. Hast du es komplett mit Whitey produziert oder auch andere alles Sachen? Komplett habe ich mit Whitey gemacht. Stark, also, ja, wirklich jeder Beat ist von Whitey, ja, und die Produktion auch alles von Whitey. Ja. Wann habt ihr angefangen? Also wann ist der erste Song entstanden von dem Mixtape? Bruder, wie gesagt, von Anfang an war das ja nicht geplant, weißt du? Ja. Wir haben einfach Songs gemacht. Ja. Wir haben einfach Songs gemacht. So ab Knockout-EP sozusagen. Ja, wir haben einfach Songs gemacht, so, weißt du? Ja. Ich meine, ich war ja nicht auf diesem Kopf, okay, ich mache jetzt ein Mixtape. Wir haben einfach, mhm, wie gesagt, die ganze Zeit Songs gemacht und irgendwann hatte ich dann so eine gewisse Anzahl von Songs, wo ich mir dann am Ende gedacht habe, ey, komm, wir ballern die einfach alle zusammen. Mhm. Das sind ja gute Songs und yeah, machen dann Mixtape raus. Yeah. In welche Richtung geht es musikalisch bei dem Mixtape? Was würdest du sagen, was für Themen hast du mit reingenommen? Ihr habt zum Beispiel auch einen Liebessong gemacht, in Anführungszeichen. Mit Bato hast du den gemacht, dieses, genau, Bist du da? Genau. Da habe ich eine Frage, ey, welches Sample ist das? Bist du da, das ist von... Das müssen wir, glaube ich, Whitey fragen. Muss man Whitey fragen, oder? Aber viele haben irgendwie gesagt, 50 Cent hier, wie hieß das Lied nochmal? Das hat gestern sogar noch jemand, ja, kann gesagt, sogar sein. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Irgendwas von 50 Cent. Okay. Also es geht so in diese Richtung. Mhm. Aber muss man Whitey fragen, oder? Ja, so 21 Questions mäßig. Ja, also, ja, genau diese, genau diese. Genau diese, genau, so dieser Aufbau, ja, davon. Ja, ja, genau. Aber das Sample irgendwie, das, ja, ist mir voll in meinem Gehirn so hängen geblieben. Vorhin habe ich auch nochmal überlegt, ey, woher kennst du das? Das war das. Ja. Das erste Ding, was du ausgekoppelt hast, war Bassstuff. Bassstuff, genau. Wie sieht bei dir so der Dresscode aus? So oft immer bei dir auch Streetwear, so einmal Alpha. Derselbe Dresscode wie immer, Bruder. Ja. Weißt du? Ja. Vorhin habe ich mit Karat ein bisschen über Dresscode geredet und er meinte, so manchmal sagte, ey, es muss ja ein bisschen so
nach was aussehen, so ein bisschen farbiger. Genau. Letztens hast du diese Carlo-Pullis angehabt, aber dann zieht man doch wieder alles so schwarz an und Bruder, ich bin mehr Militärstyle, so, keine Ahnung. Ja, ich bin mehr so dieser schwarz-grau-weiße Typ, so, weißt du, ich meine? Ja, bei mir auch. Ich bin mehr so ein Typ, so, klar gibt es Farben, die auch toll sind und so, weißt du, vor allem in Musikvideos, aber ich bin mehr so der dunkle Typ. Ich halte mich lieber so mehr im Schatten auf. Gibt es aber nicht eine kleine Problematik, wenn man sich sozusagen im Schatten oft aufhält, so wenn man Musik macht, weil im Endeffekt du oder ihr müsst ja auf der Bühne stehen und dann kommen Leute und gucken einen an. Ja, ja, das stimmt schon. Zum Beispiel bei mir ist es auch so, wenn ich ein Video mache und ich gucke es mir dann an, ich bin so dunkel gekleidet, dann denke ich mir auch, ey, ganz ehrlich, mach ein bisschen Farbe rein. Weißt du, dann Karat sagt ja auch immer zu mir, Bruder, du musst ein bisschen Farbe tragen, du musst, weißt du, da musst ein bisschen nach was aussehen in Videos und ja, aber wie gesagt, ich muss das erstmal mir selber ausmachen, Bruder. Ja, safe. Die Frage muss man sich erstmal selber stellen. Das und, komm, bei dir ist auch das Ding, du bist jetzt kein dicker Typ oder sowas, du bist durchtrainiert und du kannst ja ruhig mit hellen Farben, könntest du sozusagen flexen. Könnte ich, ja. Wenn du jetzt hier mit einem weißen Shirt sitzen würdest, würde keiner sagen, was hast du für ein Fettsack? Ja, ja. Wird schon gut aussehen, so, aber Wie läuft das Training zurzeit bei dir? Bruder, das ist auch eine Sache, so, für die du auch stehst. Ja, aber in letzter Zeit ist das Training so ein bisschen so, habe ich ein bisschen so auf Bremse gedrückt, wollte eine kleine Pause, habe ich auch gemacht, weißt du? Und jetzt aber mittlerweile komme ich wieder rein. Und ich habe auch jahrelang durchgezogen, Bruder, weißt du, ab und zu braucht man auch mal eine Pause. Weißt du, weil das ist immer so eintönig, ist wie so ein Teufelskreis. Montag Brust, Dienstag Rücken, Mittwoch Schulter und jede Woche wiederholt sich das. Das hat einfach kein Ende, so, weißt du? Deswegen braucht man auch ab und zu mal eine Pause und die habe ich mir auch in letzter Zeit gegönnt. Aber jetzt mittlerweile komme ich wieder rein. Du weißt, ne, undankbarster Sport. Ekelhaftester Sport. Zwei Monate machst du nicht, siehst direkt so, hier so. Boah, du gehst jahrelang Fußball trainieren, du hörst auf Fußball zu spielen, du kannst irgendwie nach ein, zwei Jahren immer noch Fußball spielen, weißt du? Ja. Machst Boxen, hörst auf mit Boxen, du kannst immer noch boxen, so, weißt du? Gehst aber nicht zum Training, Bruder, verlierst du alles. Ja. Weißt du, was die beste Frage ist? Trainierst du noch? Nee, das ist die beste Frage. Ob trainierst du noch? Also, du hast die letzten drei Monate den Arsch aufgerissen und sagst, Bruder, keine Ahnung. Nein, Bruder, ich trainiere nicht. Ja, Mann, Alter, heftig. Wir waren gerade bei der Albumproduktionsphase, Themen etc. Was für Features sind mit vertreten auf dem Mixtape? Welche darfst du verraten? Also Bato, der ist ja, der Song ist schon draußen. Was habe ich noch für Features? Boah, den Rest. Genau, wenn du nicht weißt, verrat nicht. So, den Rest kann ich jetzt erstmal nicht verraten. Genau, mit der Zeit. Bato, der Song ist ja draußen, deswegen den kann man ja erwähnen. Und das sind auf jeden Fall gute Features drauf, Bruder. Ja. Und aus eurem Camp bestimmt auch. Auf unserem Camp auf jeden Fall auch, ja. Genau, auf die ganzen Leute kann man sich bestimmt verlassen. Wie läuft es zurzeit bei Supremus? Ihr habt ja jetzt auch zum Beispiel weiblichen Zuwachs bekommen. Genau. Wie geht man da jetzt mittlerweile um? Kann man die Features sich reinholen, wenn man mal eine weibliche Stimme braucht? Na klar, das ist natürlich. Ja auch sehr vorteilhaft. Natürlich, das wird in Zukunft bestimmt auch passieren, dass man auch mit Lia was macht. Yeah. Das ist ja die Künstlerin, die jetzt bei uns ist. Und ist auch gut, dass man auch eine weibliche Künstlerin da hat, weißt du? Kann man auch mal mit einer weiblichen Künstlerin was machen. Mhm. Ist schon nice. Genau, gerade aus meinem eigenen Camp. Ist ja immer gut, dann bleibt alles in der Familie. So alles bleibt hier im Kreis. Was geht sonst in deinem Leben zurzeit? Was beschäftigt dich? Was geht hier bei euch im Ruhrpott? Dortmund, Hagen, was läuft? Ach Bruder, immer dasselbe. Ja. Immer der ganze selbe Struggle. Und bei mir ist auch nur trainieren, Musik. Ich habe jetzt auch angefangen, ein bisschen so mir das Tätowieren beizubringen. Okay. Weißt du, ich zeichne ja auch schon sehr, sehr lange. Ich habe auch so eine Begabung fürs Zeichnen und ich wollte schon immer tätowieren, Bruder. Und seit neuestem bringe ich mir das alles selber bei. Ach, krass. Und ich habe jetzt auch schon so ein paar Versuchskaninchen so aus meinem Kreis. Die habe ich mir auch schon rangeholt, habe die tätowiert und macht schon Bock. Hast du angefangen mit man nimmt ja oft so Schweinelederhaut oder so? Ja, so Kunsthaut. Kunsthaut, ja. Darauf habe ich angefangen und habe ein paar Motive gemacht. Dann habe ich einen Kollegen, der wollte ein Tattoo haben. Er sagt, komm, mach. Ich hoffe, es ist gut geworden. ist nicht schlecht geworden. Ist schon ein gutes Tattoo geworden. Ja, nee, keine Garantie. So, ich habe dem von Anfang an gesagt, so, ey, Digga, hör mal zu. Ich bin gerade hier ich bringe mir das gerade selber alles bei. So, weißt du, ich meine, so, es gibt keinen Tätowierer, der irgendwie an meiner Seite steht und mir sagt, du musst das und das machen. Ich bringe mir das alles selber bei. Ne? Und, krass. Wenn du willst, ich kann es gerne versuchen, ne? Wenn du mir vertraust. Also doch, ich vertraue dir. Haben wir hier so eine Geldrose gemacht. Nice geworden, ja. Ist schon nicht schlecht. Kam direkt der Nächste, habe ich dem auch gemacht. Dann kam der. So, Bruder. Okay, und das nächste Interview wird dann im Supremus Tattoo Studio gemacht. Im Supremus Tattoo Studio. Wäre auch auf jeden Fall ein logischer Schritt. Wäre nice.
Ja, krass auf jeden Fall. Ja. Wie kommt da so diese künstlerische Begabung? Du hast gerade gesagt, dass du... Das habe ich auch im Asylheim damals gelernt, okay. Bruder. Hast damals, du gemalt oder was? Ja, damals, wir hatten einen Nachbar, so einen Jesiden. Ja. Und der war auch ein sehr, sehr guter Zeichner, Bruder, weißt ja. du? Der hat immer gezeichnet. Und das war wie so ein großer Bruder, weißt du? Ja. Und dann habe ich das immer gesehen, ich dachte mir, so, boah, ich will auch zeichnen können. Ja, das ist so, ja, schon geil, weißt du? Wenn man da was zeichnet, das sieht dann am Ende auch noch so nice aus. So habe ich gefeiert. Da habe ich irgendwie mir das selber beigebracht, Cartoons gezeichnet, war zwar am Ende richtig scheiße, ne? Aber man wurde immer besser und besser und besser. Mhm. Ja, und mittlerweile, Bruder, zeichne ich dir was du willst. So. Ja, hast du auch bei dem Artwork, Albumcover und sowas, machst du da selber auch mit? Oder wie nee, das ab? Nee, nee. Okay. Ich wollte eigentlich, im Bundle ist ja ein T-Shirt, ja. Ich wollte eigentlich ein Motiv selber zeichnen für das T-Shirt, weißt du? Aber leider hat das zeitlich ja. nicht gepasst. Zum Aber, Debütalbum dann? Genau, inshallah zum Debütalbum. Da mache ich selber was und wer weiß, vielleicht tue ich da so eine Karte rein. Vielleicht habe ich bis dahin ein Tattoo-Studio, tue ich da eine Karte rein. Ja. Für irgendeinen kann vorbeikommen, dann tätowiere ich ihn umsonst. Ja, krass, warum nicht? Was ist alles in der Box mit drin, also im Bundle? Im Bundle. Was hat alles mit eingepackt? Das Mixtape, ein T-Shirt, ist auch ein richtig geiles T-Shirt, Poster, Autogrammkarte, Sticker, ja, ich glaube, das war's. Korrekt. Halt ein Standard-Bundle, Bruder. Ja, und jetzt natürlich die Frage, was geht bei 18 Karat, wo steckt der, ist er mit vertreten? Das wissen wir noch nicht, Bruder. Okay. Oder besser gesagt, das dürfen wir noch nicht verraten. Mhm. Aber lasst euch überraschen. Nochmal. Wie läuft die Zusammenarbeit ab mit dem Labelchef? Wie arbeitet ihr? Wie geht ihr an Musik ran? Zeigst du ihm deine Sachen? Ja, natürlich, natürlich. Also was ich mache, das zeige ich ihm auch immer direkt. Ne? Ja. Schicke ich ihm auch immer direkt zu. Manchmal ist er auch hier im Studio ne? Und dann kriegt er auch den ganzen Prozess mit. Er hat auch nicht immer Zeit, weißt du? Er ist auch nicht immer hier. Ja. Manchmal machen wir auch die Songs und dann schickt Whitey auch direkt ihm die Songs, weißt du? Und er hört sich die auch an, ruft mich dann auch an und sagt dann zum Beispiel, gibt auch manchmal Verbesserungsvorschläge. Hier und da könntest du vielleicht noch ein bisschen was verändern, vielleicht wird es noch besser kommen. So halt, ne? Was für Zukunftspläne hast du in deiner Musik? Was ist da in nächster Zeit geplant? Auf jeden Fall will ich jetzt demnächst viel aktiver sein, auch mit Mucke, Bruder. Mhm. Weißt du, weil ich hatte immer so eine Phase, dann habe ich 4, 5, 6 Monate nichts gemacht und dann kam mal wieder was. Und das will ich jetzt demnächst auf jeden Fall auch ändern, dass wirklich kontinuierlich Musik kommt und parallel auf jeden Fall auch an meinem Album sitzen. Yeah. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel heutzutage. Weil du weißt ja, ein Rapper bringt 4, 5 Monate nichts raus, der denkt, er hat... Der ist tot. Der ist tot, der ist selbstmord begangen. Ja. Was macht der da? Der ist tot, der hat aufgehört, der hat aufgegeben, ja. So weißt du. Aber die Leute wissen halt nicht, dass diese Künstler meistens im Studio sitzen und ein Album fertig machen, weißt du? So, aber heutzutage, wie gesagt, du musst wirklich kontinuierlich Musik rausbringen. Mhm. Sonst, du wirst vergessen. Ja. Also, heutzutage, die Zeit ist nicht mehr wie früher. Du bringst einmal im Jahr ein Album raus und alles ist gut. Heutzutage musst du wirklich kontinuierlich Musik machen, Bruder. Heftig auf jeden Fall, wie in welche Richtung das entwickelt hat. Und man muss permanent am Start sein. Und viele Rapper, Künstler, auch YouTuber, sonst was, die kriegen Burnout. Ist so. Ist so. Aber weißt du, egal wo, ob YouTube, ob Rap, die müssen wirklich die ganze Zeit Sachen machen. Influencer, sei es ein YouTuber, der macht die ganze Zeit Videos, sei es ein Rapper, der muss die ganze Zeit Songs raushauen, weißt du, ich meine? Ja. So, man muss die ganze Zeit, wie heißt das? Ja, am Start sein, ne? Ja, die ganze Zeit am Start sein. Heftig auf jeden Fall. Ja. Hamada, deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter, was hast du den Leuten zu sagen? Gleich machen wir noch kurz einige Fanfragen. Ja. Aber was gibt's für die Fans? Für die Fans, auf jeden Fall pumpt weiter die ganzen Singles. Bestellt euch mein Bundle vor, es ist ein richtig geiles Mixtape geworden. Es wird euch auf jeden Fall gefallen. Und bleibt alle sauber. Bleibt gesund. Ja, Mann. Das ist das, was ich meinen Leuten da draußen sage. Ich küsse eure Herzen. Ja, Mann, und ich bin echt gespannt auf das Mixtape, weil so ich höre die Mucke, ich höre die gerne, wenn ich da bin. Danke, Bruder. Ja, Mann. TV Straßensound, heute aus Dortmund in den Supremo Studios. Checkt jetzt die Fanfragen ab unten in der Videobeschreibung. Ciao. Ihr wisst Bescheid.